Ja, wir sind jetzt endlich auf den Nordlandsläden unterwegs. Wir haben das unmarkierte Gebiet, die über 300 Kilometer überwunden und sind super froh, dass wir das geschafft haben. Wir fanden beide, dass es mega anstrengend war und auch ziemlich an die Grenzen ging. Wir hatten in dem letzten Gebiet ab im Bürgefjell einige richtig harte Flussüberquerungen. Es hat halt sehr viel geregnet, deswegen waren die Flüsse sehr groß und wir mussten ziemlich lange Wege da durchsuchen, bei denen wir trotzdem mit Wanderschuhen durchlaufen mussten und es ziemlich breit und tief war. Wir mussten gerade mit diesem Boot an der Leine da übersetzen. Das war auf jeden Fall ziemlich krank, weil es schon ziemlich stürmisch wieder ist, wie man vielleicht an den Wellen sieht. Und das Ding ist mega die Nussschale und ist fast untergegangen mit uns beiden und die beiden Rucksäcke drin. Wir haben ja jetzt in so einer relativ entspannten, wenn auch uralt aussehenden Hütte Unterschlupf gefunden. Haben wir gerade Mittagspause gemacht. Ja, endlich wieder Sonne. Man sieht strahlend blauer Himmel. Super geil, schöner Weg. Wir haben sind gestern noch den letzten Regen-Nebeltag gelaufen. Zur Grasfasshütte. Wir haben da wieder unsere beiden Norweger getroffen. Jono und Thor. Wir hatten mit denen noch einen witzigen Abend am Feuer. Und auch so geht sogar ohne Bier am Feuer zu sitzen, haben wir festgestellt. Ja. Und jetzt brauchen wir noch circa 5 Tage bis zum nächsten Supermarkt. Es wird auf jeden Fall mit dem Essen knapp. Wir müssen jeden Tag ungefähr 30 Kilometer schaffen. Und bei so Weg hier ist das natürlich nicht so einfach. Ja, und die Schuhe sind endlich mal wieder am Trocken werden. Wir hatten jetzt bestimmt 6 Tage nasse Schuhe und ich glaube, ich muss aufhören zu filmen. Ja, hier drin haben wir geschlafen. So eine alte, uralte Steinhütte, die einfach offen stand. Wunderschönen See gezeltet, aber leider ist der anscheinend auch ein Überlaufbecken von den Stausee, deswegen sind wir jetzt um 5 aufgewacht. Mit den Schlafsäcken im Wasser, alles nass, Zeltschädel unter dem Wasser. Alles nass. Wir müssen gerade unsere Schlafsäcke trocknen. Deswegen hatten wir die tolle Idee, die Schlafsäcke hinten an die Rucksäcke zu binden, aber es sieht ziemlich bescheuert aus. Ab zum Pausentag. Heute Pausentag und morgen bei Nusa Sulitjelma. Wir haben im Koop uns nochmal richtig gegönnt vor der langen Etappe. 13 Tage Vorräte haben wir im Rucksack, 30 Kilo bei mir. Bei Julia wahrscheinlich fast genauso viel mit ihrem ganzen Obst. Ja, jetzt nochmal 500 Höhenmeter hoch zu unserem Zeltplatz. Wir sterben gerade, es ist 9:30 Uhr, aber wir freuen uns auf die geilen Sachen und wir können es halt auch nicht lassen. Wir haben gerade nochmal Mats getroffen, wie es der Zufall will im Supermarkt. Wahrscheinlich das letzte Mal, weil der uns jetzt wieder davon rennt. Aber war witzig, dass man sich doch immer irgendwo wieder trifft
Und der läuft eben jetzt ab dem Sarek anders als wir. Der versucht direkt nördlich im Kungsleden zu laufen und will dann bei Abisko wahrscheinlich über die Grenze oder die Kontrollstation. Hallo, hier bin ich nochmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierher. Wir hatten eine echt super schöne Zeit auf den wilden und abgelegenen Teil von Norwegen, hier zwischen Trondheim und Bodø, wo auch die geringste Bevölkerungsdichte ist. Also selbst für norwegische Verhältnisse ist da ziemlich wenig los, sage ich mal. Kaum Supermärkte, zum Teil 100 Kilometer Zug fahren, nach einem schon gegangenen Umweg, um zu einem Supermarkt zu kommen, um irgendwie wieder Nahrungsmittel einzukaufen. Es haben uns auch Leute unterwegs geholfen. Man konnte da in irgendwelchen Höfen halt Essen bestellen per E-Mail. Also ohne die Hilfe von den Norwegern wäre das gar nicht möglich gewesen, dort ohne weiteres lang zu laufen. Kraft gekostet haben uns irgendwann die unmarkierten Wege. Es ist dort so, dass die Ureinwohner, die Samen, nicht wollen, dass in ihren Nationalparks Wege angelegt werden. Und deswegen, ja, gibt es da so Stellen wie hier im Bogefjell, wo man einfach querfeld einlaufen muss. Das hat uns irgendwann echt super viel Kraft gekostet. Man musste dann halt einfach gucken, dass man hier irgendwie sich die Karte anschaut und dann entscheidet, ja, da ist ein See, da gehen wir vielleicht nicht lang und hier den Fluss kommen wir wahrscheinlich nicht drüber, müssen wir irgendwie rechts dran vorbeilaufen, sodass wir da am Ende 1 Kilometer die Stunde geschafft haben und unsere Nahrungsmittel auch fast ausgegangen sind. Davon gab es ungefähr 3 von diesen Abschnitten, also insgesamt 300 Kilometer unmarkiert. Und das hat wirklich immer Kraft und Nerven gekostet durch den Sumpf durch. Und ja, wir waren aber dann da auch irgendwann durch, hatten aber wirklich eine super geile Zeit, was einfach so abgelegen war, so wenig Menschen getroffen. Und wenn dann nur total nette Norweger, die auch ans Nordkap wollten, da hatten wir 2, 3, die wir auf dem Gebiet in der Zeit regelmäßig mal gesehen haben. Ja, bis wir dann hier oben wieder ein bisschen an mehr Seen vorbeigelaufen sind und dann irgendwo bei dem Saltfjellet rüber auf den Junkardal gelaufen sind, genau, und dann ging es so Richtung Nordkalottleden. Da gibt es eben das Sulitjelma, das ist nochmal so ein Bergarbeiterdorf, das letzte in Norwegen. Und ab da hat dann so der letzte große Abschnitt der Reise begonnen, würde ich sagen. Also hier hatten wir ungefähr 2/3 der Strecke geschafft und waren knapp 1000 Kilometer in Norwegen gelaufen und standen dann eben wieder vor der schwedischen Grenze. Und ja, dazu kommen dann die nächsten Videos gleich. Ja, wir sind jetzt seit 4 Tagen in Schweden. Wir sind von Nuusulijelma jetzt auf die längste Etappe ohne Versorgungsmöglichkeiten gegangen. Die geht von Nuusulijelma bis Sarek. Und ja, wir haben jetzt am Anfang 12 Tage Essen plus einen Puffertag eingepackt. Also die Rucksäcke waren sauschwer. Wir haben sie mal an eine Waage gehangen. In der letzten Hütte bei Julia waren tatsächlich auch 30 Kilo auf dem Rücken, was unglaublich ist, dass sie das schafft. Thank you.
Ja, wir sind wieder in Norwegen. Wir haben die wunderschönen Black Mountains in Schweden und Norwegen durchquert über den Nordkalottleden. Also, ich habe jetzt länger kein Video gemacht, weil wir ziemlich viele lange Tage gemacht hatten. Viele Grenzübertritte, bei denen wir uns total ein bisschen Sorgen gemacht haben. Wir sind insgesamt 14 Mal über die norwegisch-schwedische Grenze drüber gelaufen.